So, es geht aber auch endlich mal wieder los hier. Mit der neuen Folge von Let's Play Fire Emblem. Vier Haus ist endlich mal wieder. Geht weiter. Nach einer sehr langen, ja. Pause jetzt an. Ich habe jetzt, glaube ich, 2, 3 Tage nichts hochgeladen. Und jetzt bin ich auch mal wieder froh, weil es wieder mal wieder eine neue Folge gibt. Und auch wieder mal wieder am Start losgehen kann. Und deswegen geht es auch einfach jetzt los. Ich habe einfach wirklich ultra Bock drauf. Und ja, ich hatte wieder mal ein bisschen Probleme gerade dieses. Ganze, ja, Aufbau wieder hier zu machen, hat mal wieder 5 Minuten gedauert, dass ich hier alles wieder vorbereitet habe. Und zwar ich gerade selber, aber ist egal, sorry. Das war ich gerade selber, weil ich ein bisschen doof bin. Ihr wisst doch, ob ich doof bin, aber ist okay. Aber ist okay. Aber ist okay, ich würde sagen, es geht los, ihr Lieben. So, es geht los, ihr Lieben. Sorry, nein. Das genau, ja, genau. Nicht die Controller-Karte da, nämlich ich selber. Und wir machen jetzt weiter mit diesen, ja, wir haben jetzt endlich das freigeschaltet hier, weil wir brauchen nämlich. Genau, also wir brauchen, glaube ich, jetzt bei fast allen Leuten brauchen wir, glaube ich, ja, über Level 7 Leute. Also ich habe, wie man es beim letzten Mal gesehen hat, habe ich beim letzten Mal ein paar Leute gelevelt und jetzt können wir da auch weitermachen, weil ich endlich mal wieder jetzt auch bereit bin. Und ich habe mir gedacht, wenn 2 Tage kein Fall mehr kommt, kommt halt einfach heute am Sonntag was. Und ich hoffe, es wird doch klappen. Ich denke aber schon, in dem ist go genau so. Ich freue mich wirklich drauf, ist go genau. So, jetzt erstmal ein bisschen unterhalten lassen. Und wenn es euch nicht ausmacht, mache ich heute nichts mit unterhalten. Deswegen muss ich sagen, heute mal den Leuten zu und nicht unterhalten. Also heute werde ich nicht so machen, dass ich es vorlesen werde. Weil ich habe gerade schon bei Professor Layton viel mich unterhalten. Und wenn ich jetzt weitermache, dann habe ich halt gleich keine Stimme mehr. Deswegen würde ich sagen. Mache ich mal heute meine Ausnahme, mache heute nichts mit unterhalten und auch nichts mit meiner ganzen Gesprächigkeit heute. Also ich unterhalte mich, aber jetzt erstmal bis zuhören, ohne zu, wie gesagt, auszusprechen oder auch ohne es dazu was zu sagen. Also werden wir heute nichts vorlesen, ich werde heute nichts vorlesen. Also ich will es trotzdem ein cooles Video heute werden, deswegen ganz viel Spaß bei diesem geilen Fire Emblem 4 Houses Let's Play. Es geht einfach weiter, go genau. Alles klar. Sorry, aber ist okay. Is about to begin. While we are in the Goddess Tower, we are relying on you to secure the locations that are lacking in defense. Okay, alles klar. Can I let you in on something, Professor? My brother can be a bit callous. He told me that he was concerned about you. Du bist ja diese Flehen. Perhaps you would be better off patrolling a coffin. Ich muss mir zuhören, aber okay. Alles klar, so muss sein. Okay, ist alles okay, du musst alles go, genau, richtig gut. Ja, sehr gut. Tadadam. Okay, alles klar, du musst sein. Alles klar. Ich würde sagen, das kann ich ja mal jetzt vorlesen. So, los, Magister. Ich kenne einen versteckten Ort, wo dann auch Maus wir die Treppe beobachten können, die zum heiligen Mäuseleum führt. Alles klar, Dankeschön. Cool, vielen Dank. Schön. Sehr nice. Ach, ist einfach ein geiles Spiel, oder? Ist echt einfach ein geiles Spiel. Ist ohne Scheiß, aber ist okay. Alles klar. Time you can easily get in and out of that place is during the rite of rebirth. And because of that alleged assassination plot, it has even thinner defenses auf, than usual. Und aufgrund dieses angeblich geplanten Attentats ist die Bewertung sogar noch spärlicher als sonst. Es ist so offensichtlich. Nicht Bewertung, Bewachung, 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 Bewertung. Alles klar, weiß ich Bescheid. Vielen Dank. Bewachung, Bewertung, 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 Bewachung, 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 Bewertung, Bewertung. Oh, jetzt gibt es ein geiles Viecher. Oh, ich habe so Bock drauf. Also, er glaubt nicht, wie ich einfach gerade vor Fallbewehr schreie. Ich habe einfach. Oder Bock drauf. Jetzt ohne Witz. Ey, guckt euch mal dieses geile Spiel einfach gerade an, oder? Also, jetzt ohne Witz, ey, Junge. Alter. Das ist echt ein Spaß. Sehr gut, ich würde sagen. Wir können gleich anfangen, oder? Ja, gut, das wird echt geil, glaube ich. Das ist so eine Art Wüstenschlacht oder sowas, ne? Oder so ein bisschen wie eine
wie eine Tempel irgendwie, Oase, oder? Richtig geil gemacht. Das wird Spaß. Das wird echt Spaß. Also da habe ich echt Bock drauf, ihr Lieben. Let's go, genau. Wir sind zu spät. Zu unserer eigenen Feier gekommen. Da drüben gibt es Besucher. Ja, cool. Oh, das ist dieser scheiß Arschloch vom letzten Mal, genau. Das ist dieser Nebel-Looter, der uns. Oh, das ist aber echt krass aus, Alter. Diese geile Schlucht an oder diese geile Tempel-Oase hier, richtig geil. Ohne Witz, jetzt echt geil gemacht. Alles klar. Oh, ich habe Angst, aber komm, wir müssen es einfach schaffen, okay? Komm. Wir versuchen zumindest die erste Hälfte des Kampfes zu machen. Das go, genau. Unsere Gegner wollen zum Sarg im hinteren Bereich. Haben sie es auf die Knochen der Heiligen abgesehen? Ich würde sie gerne besiegen, bevor sie das schaffen. Okay, alles klar. Aber es ist dir aufgefallen, wie genau auf den Boden in bestimmten Bereichen dieses Gebiets befinden sich merkwürdige Vorrichtungen. Alles klar, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Alter, das ist aber echt krank, oder? Das ist echt krank, aber wir müssen uns einfach ein bisschen anstrengen. Dann schaffen wir es auch, wenn wir nicht irre. Alles klar. Wir sollten wieder weiter vorrücken und dabei die besten Kampfpositionen einnehmen und auf die griechische Waffen reagieren. Also reagieren. Ja klar, machen wir das, na klar. Sorry. Okay, ich würde sagen, jetzt geht's los, ihr Lieben. Ich habe einfach oder Bock drauf, ihr Lieben. Das ist einfach echt die Wahrheit heute. Sorry. Los, aber let's go, genau. So. Ich weiß jetzt nicht, wie ich am besten vorgehen soll. Ich hab einfach nur Bock drauf. Also, ich kann euch einfach eins sagen. Ich habe einfach nur richtig Lust darauf heute, auf dieses geile Kampf-Geschmacks-Erlebnis hier. Wird echt einfach geil. Und er ist echt eine schöne Aufmachung hier. So ein bisschen Wüsten-Tempelartig gemacht. Also, sieht halt so ein bisschen aus, wie es halt so drin. Also, sieht halt so ein bisschen aus, als es so drin wäre. Weil es halt schwarz umrandet. Deswegen glaube ich, ist es eine drinnen. Kampf-Eck oder auch ein drinnen Kampf. Also würde ich sagen, let's go. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, mit diesem Raphael jetzt gleich hier anzugreifen, aber ich kann es versuchen zumindest. Dann. Ich kann da nicht. Ich glaube, ich mache so, dass ich jetzt erstmal mit ihm ein bisschen nach rechts gehe. Ich glaube, das ist ein bisschen so quer, wenn ich jetzt gleich ihn angreifen oder wenn ich ihn angreifen lasse. Bei ihm oben da. Deswegen würde ich sagen, mach was besser nicht. Aber ich glaube, sie kann das versuchen, weil die glaube ich, stark auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, let's go now. Machen wir so, let's go now. Besieg sie, besieg ihn, let's go now, du Arschloch, let's go now. Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Ach, dann halt nicht, ey, ist egal. Ist doch okay. Also okay, so muss es doch einfach sein. Ist okay, so, ist okay. Dann halt nicht, aber ist okay. Dann mach ich die Weg hier hin, würde ich sagen, genau. Ich würde sagen, sie geht so ärgert allein. Ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen schalter wird. Doch, hört euch doch mal dieses geile Feature an. Einfach richtig krass. Hört euch dieses Feature an. Das ist doch geil gemacht. Man hört doch im Hintergrund dieses, guck mal, dieses Ruf, diesen Ruf hier in diesen Schall. Hat er eben das hier? Hört ihr dieses Schallen? Diese Schallen, wenn Leute sprechen? Homie, dieses Dröhnen, das ist einfach cool gemacht, das ist einfach geil gemacht. Also das ist echt ein geiles Teil. Hätte ich gar nicht gedacht, ob es so geil ist, aber es ist irgendwie krass gemacht auf jeden Fall. Schön, dass man sowas auch noch gemacht hat, dieses Spiel. Finde ich echt krass. Sehr nice. Ja, wir gehen also ein bisschen nach links und nach rechts verteilen, so ein bisschen. Ja, sie und er und der und der und der und der kann halt so ein bisschen zu dem guten Raphael gehen. Das ist eine ganz gute Idee, glaube ich, jedenfalls. Dann würde ich sagen, Kundigreifer. Kundigreifer angreifen. Ritter des Todes, der Chaganok, um diese Narren für mich zu zerschmettern. Oh mein Gott, der hat aber echt einen fucking Arsch. Der hat aber echt einen gruseligen Ausdruck, aber ist okay, ich habe es trotzdem ein bisschen Respekt vor dir, aber ich versuche es wirklich zu machen. Ich befolge keine Befehle, ebenso wenig verschwende ich meine Zeit mit Schwächlingen. Ich habe ein bisschen Angst, aber ist okay. Von diesen Typen geht mir eine beruhigende Wirkung aus. Haltet euch von dem gemein ausstehenden Ritter fern, okay? Ja, okay, mache ich. Also diesen Ritter da am besten nicht angreifen. Okay, aufpassen. Also der ist echt krass. Und ey, ich bin jetzt gerade echt dankbar, meine liebe Hilda. Du warst echt krass. Aufpassen, aufpassen, Claude, aufpassen. Ja, 3 Schaden, okay. Trotzdem sehr nice ausgebildet und auch nicht schlecht im Ausgewichen. Sehr nice. Alles klar.
Ist gespannt auf jeden Fall. Ich würde sagen, er wird auf jeden Fall. Ja, ihren Grafen. Let's go, genau. Sehr schön, das Arschloch. Let's go, genau. Let's go, genau. Aber bevor wir es machen, bevor es halt aus oder auch anbrechen, würde ich sagen, haben wir uns eben die Grafik ein bisschen Polierung zugeraten. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns einfach auf den Weg zu kämpfen, weil die hat nämlich gerade nicht so gut geklappt, die Kacke. Mit der Grafik halt, aber egal, go genau. Nicht schlecht. Ja, die Grafik hat halt gerade nicht so gut funktioniert, aber jetzt ist auch alles wieder gut, denke ich mal doch. Alles klar. Okay, sorry, alles okay. Okay, alles klar. Alles okay. So, jetzt aber komm, mach weiter, mein Freundchen. Mach mal weiter, mein Freundchen. So. Ich weiß nicht, was am besten vielleicht geben würde. Wir schauen mal. Ja, ich kann mit Hilde angreifen, wenn ich es kann zumindest. Let's go now. Gerade jetzt auch noch anders, go now. Yes, sehr gut. Alter, wir machen echt viel Schaden. Alles gemacht. Hilde, wird echt klasse. Level 9. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Oh mein Gott, ich bin einfach richtig dankbar dir. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, mein Freundchen. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Dann würde ich sagen, ja, mach ich dir einfach schlagen. Let's go genau. Yes. Ach shit. Ist okay. Alles okay. Alles okay. Trotzdem nice gemacht. Ja, ja, ist trotzdem gut gewesen. Das haben wir einfach. Yes! Du hast ihn da gemacht, Alter. Leonie, du bist die Beste, die es gibt. Junge, einfach so da gemacht. Sehr gut. Klasse gemacht. Echt schlecht. Nicht schlecht, mein Freundchen. Ja, ich würde sagen, sie, also er geht. Ich weiß nicht, was auf diesen Fan passiert, aber ist egal. Das ist, glaube ich, was Schlimmes, glaube ich, doch. Ah, okay. Ich glaube, das ist was Schlimmes hier. Diese Dinger halt hier, diese Propeller, das ist auch was Neues, irgendwie, dass man jetzt nicht da drauf landen sollte, vielleicht. Weil es gefährlich ist, glaube ich, es ist gefährlich, deswegen. Ich gehe ja besser nicht drauf, sonst ist es so gefährlich, aber ist okay, ich weiß Bescheid zumindest. Okay, jetzt gehe ich mit ihr, glaube ich, ein bisschen, weiß auch nicht, wohin ich hingehen kann mit ihr. Ich kann ja mit ihr so ein bisschen, weiß auch nicht. Ich kann ja mit ihr so ein bisschen hingehen, meinetwegen. Das reicht aber auch jetzt schon, würde ich sagen. Und jetzt würde ich sagen. Ja, diesmal können halt gerne auch. Die wir auch gehen hier den Weg. Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, die zwei würden dann es versuchen auf jeden Fall zu machen. Also aufpassen, let's go genau. Aufpassen, Freunde, aufpassen. Let's go genau. Ich habe zu viel Bock, aber let's go genau. Alles klar. Sehr nice. So muss es sein. Sehr, sehr, sehr nice. Alles klar. Okay, nicht schlecht. Das war echt auch ein cooles Spielchen, sehr nice. Oh mein Gott, ne. So, jetzt bin ich ein bisschen beängstigt wegen diesem Mann. Ich gehe jetzt bitte nicht mehr hoch, weil ich habe ein bisschen Angst vor. Oder soll ich tun? Ich weiß nicht. Ich trau mich nicht, ihr Lieben. Komm, ich trau mich einfach. Trau mich, komm, ist egal. Ich weiß, ich hätte es nicht machen sollen, aber ich habe mich einfach erstmal getraut. Außerdem habe ich auch gesagt, ich hatte diesen ganz langen Bosskampf gerade, deswegen ist das okay. Okay. Ja, ich bin down, sowas von. Ich wusste es. Also ich gehe niemals zu ihnen. Ich wusste, oh, sowas passiert, aber ich habe halt jetzt auch das, ich wusste es, aber. Ey, der ist echt krank, Alter. Der ist echt krank, der Skelett-Arschloch. Und der sieht auch echt unheimlich aus, dieser Arschloch, aber ist egal. Ich habe ein bisschen Panik vor ihnen, aber trotzdem werde ich jetzt versuchen, ihn nicht mehr zu greifen, aber ist egal. Alles gut. Aber die Musik ist echt grausam, aber egal, okay. Aber gut. Aber es geht schon. So ist vielleicht am besten. Raphael wird dann angreifen, wenn es okay ist. Das Gute ist, wir haben jetzt diese Musik am Start, die ist auch ganz spannend auf jeden Fall. Und dann weiß ich aber nächstes Mal auch dafür Bescheid, dass ich nicht den angreifen soll oder die auch angreifen soll. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, glaube ich, wenn ich den nicht angreifen soll. Aber gut, ich weiß Bescheid. Alles klar. Nicht schlecht. Und ich hoffe, der kommt jetzt nicht zu uns, dieser Arschloch. Ja, sonst wäre es echt ein bisschen dumm, aber ist okay.
So, genau. Schlag ihn zusammen. Yes, hast du gut gemacht. Leonie, echt klasse gemacht. Sehr nice. Level 7 wird die beste Level, die es gibt. Ja, sehr nice auf jeden Fall gemacht. Sehr nice. Hast du echt nice gemacht, mein Freund. Vielen Dank, meine liebe Leonie. Vielen Dank. Ist zwar ein bisschen groß, dieses scheiß Feld, aber ich weiß ja jetzt Bescheid. Außerdem habe ich mir das schon so ein bisschen gedacht, aber ist okay. Wie gesagt, ist ja auch nur eine Testprobe heute und dann weiß ich auf jeden Fall für nächstes Mal sehr gut Bescheid, dass ich nicht zu ihm, dass ich nicht so nah an ihn gehen soll. Also, perfekto. Ich glaube auch, also irgendwas muss ich auf jeden Fall mit dem machen, mit dem Freund, aber okay. Das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal herausfinden. Also, wir machen uns erstmal beim nächsten Mal Sorgen, auf jeden Fall darüber, genau. Über diesen Skelett-Dude da, der uns zerstören wird. Oh nice, da nicht. Oh scheiße. Ja, okay. Aber warum? Ist egal, komm. Ist okay, Baby, ist okay, alles okay. Aber ist echt stark, oder? Das ist echt stark, dieser Arschloch, aber ist okay. Also, ohne Witz, aber okay. Na, ist okay, kann man nichts machen. Ja, wir sind gestorben, aber ist okay, kann man nichts machen. Ist okay. Aber ist ohne Witz ist echt stark, ne? Aber ist okay. Ja, komm. Treffe zu mir, wenn es okay ist. Vielen Dank, ist auch genau. Zwei Schaden, oder? Ja, zwei Schaden. Ja, guck mal, zumindest haben wir was gemacht. Ja, ist okay. Trotzdem ist halt echt krank, dieses Monster. Aber ich bin echt sehr gespannt, was uns dann auch beim nächsten Mal dann irgendwie helfen wird, dieses Vieh zu besiegen. Aber gut. Aber gut. Ich glaube, ich gehe dann besser. Sonst habe ich ein bisschen Angst davor. Aber gut. Ja, ich habe so ein bisschen Angst davor, ihn jetzt gleich anzugreifen, diesen Monster da, aber okay. So, alles gut. Ja, so können wir es ja machen. Ist okay, so viel gut. Okay, ich kann es so lassen. Au, oh, was ist los, Sylvie? Was ist denn los? Die Verstärkung ist nicht angetroffen. Wenn sie von hinten kämen, könnten wir sie die Zange lähmen. Okay, alles klar. Und der ist wieder krank am Arsch. Fuß ist, aber ist okay. Ja, der ist immer krank. Alter, ist echt schon krass, oder? Aber gut. Also, es wird echt schlimmer, aber gut. Ich habe jetzt Angst davor, aber wir werden uns schon irgendwie anstrengen können. Alles gut. Okay, aufpassen. Aufpassen, fahr einfach mal, Mensch. Alles okay, so muss es sein. Let's go, genau. Okay, alles klar, so muss es sein. Let's go, genau. Aufpassen. Zacke, zacke, zack. Okay, alles klar. Gut, dann. Nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht, ihr Lieben. Das ist ohne Witz nicht. Also irgendwie erinnere ich mich auch diese Festung an der Pyramide, aber ich bilde es mir vielleicht nur auch nur ein. Ich bilde es mir auch nur auch ein, vielleicht. Was zum Geier? Alter, weil wir gerade verarschen, dass andere welche rauskommen, habe ich einen gesehen. Ich habe jetzt wirklich gesehen, die Dinger. Ich habe jetzt selbst nicht gesehen, ob da noch welche rauskommen, Alter. Ich habe jetzt echt nie gesehen, ne? Das ist ernsthaft. Habe ich nicht gesehen, die Viecher, aber gut. Oh nein. Aber gut. Ich glaube genau. Zerstört das doch. Sehr gut. Ist okay. Ja, Alter, sehr gut gemacht, sehr gut. Nicht schlecht. Na, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Alles gut. Ja, okay, ich würde sagen, er gerade auf jeden Fall ihr an, deswegen. Ist glaube genau. Zerstört das Arschloch. Yes. Sehr nice. Sehr, sehr nice gemacht. Ich bin wirklich sehr dankbar meinem Freundchen. Sehr, sehr dankbar bin ich da auf jeden Fall. So, jetzt aufpassen. Go now. Zerstört das Arschloch. Go now. Sehr nice. Ja, sehr gut. Aufpassen. Greife an das Arschloch. Du hast es besiegt. Du hast es einfach besiegt, Lucilia. Lustrutia, oder wie du heißt, du bist echt die Beste. Ohne Witz, du bist echt die Gute. Von den Leuten hier. Echt besser. Und jetzt würde ich sagen, Claude, macht ihn down. Wenn es um das geht, ist genau. Yes, sehr gut. Nicht schlecht. Ja, auch er hat eine Schwäche, aber ist okay, ist okay, ist okay.
Jetzt aufpassen, es gibt die Gegnerphase mal wieder am Start, aber gut, aufpassen. Aufpassen. Oh mein Gott, ne, du bist aber echt eine Schlampe, aber ist okay. Scheiße, aber ist okay. War ja klar, weil ich habe mich noch trotzdem gut gehalten. Ist okay. Claude. Ist nicht so schlimm, Mario. Ist alles okay. Ist doch trotzdem. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist doch trotzdem noch. Alles okay. Aufpassen jetzt. Aufpassen. Wir haben jetzt Angst, aber ich werde mich trotzdem ein bisschen jetzt. Wir konzentrieren auf der Scheiße. Plus für die Tür. Du hast doch durchgehalten. Du bist die echte. Du bist die echte und die beste. Hast du echt nice gemacht, Mensch. Aufpassen. Alles gut. Ist kein Problem, Baby. Ich muss sagen, let's go now. Alter, ist echt eine spannende Musik, aber okay. Aufpassen. Let's go now. Und jetzt noch die Dinger hier. Alles cool, let's go now. So muss sein, let's go now. Ach egal, ist okay. Leonie, du bist zwar nicht durch, aber du bist die Beste der Welt. Und du bist jetzt, und du bist die Beste der Welt. Aufpassen. Aber hat leider nicht funktioniert. Ist okay, kann man das machen, ist okay. Ja, ist okay. Bist zwar leider besiegt, aber kann man nichts machen. Ist okay. Du bist, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Aber Let's Play Fire Emblem 4 Houses geht weiter. Ich bin ein bisschen erschöpft, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Fire Emblem 4 Houses. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Allah, für Allah, für Wusstsein. Let's go, genau. Wir werden uns bald wiedersehen. Let's go, genau.